Naja, naja. Aber hier geht es, also sowohl hier drin als auch draußen geht es mittlerweile deutlich besser voran. Ich habe jetzt auch einen Eldan Gorbas kennengelernt, der war vor einigen Stunden auch hier und redete irgendwas über euch, Isarun. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er sagte irgendwas von Gesetzestexten und Büchern und dann war er wieder weg. Ein sehr freundlicher Mensch. In der Oh, Tat. ja. Er ist ein tüchtiger Weißmagier. Kann man nicht klagen. Und ein sehr guter Magier. Jemanden, den ich gerne an meiner Seite weiß. Ihr kennt ihn, ja, okay. Ich hinterfrage eure Geschichte da gar nicht. Wenn ihr mir mal eure Tagebücher gebt, dann werde ich sicherlich mal eine Abschrift machen, aber. Oh gerne, ich habe einige Logbücher, die ich euch zeigen kann, wenn ihr wollt. Wie gesagt, wie können wir euch helfen? Jetzt, wo Answin ist abgereist, habe ich weniger Aufgaben, zumindest nicht mehr so viele. Die Recherchen, die ich mit ihm anstellen konnte, waren doch sehr inspirierend, muss ich sagen. Ich fürchte, wir sind leider einmal mehr hier, um euch gefährliche Dinge wegzuschließen zu bitten. Ja, das können wir tun. Das können wir tun. Achso, Iserun, ihr fragtet wegen den Kanopen, richtig? Ich habe Richtig. allerdings keine freie Kanope mehr gefunden. Der gute Rohal war da doch sehr strebsam, möchte ich meinen, und hat in jede einzelne einen Dämon gesperrt, die seit Urzeiten hier liegen. Ah, tut Gut, mir das leid. ist natürlich bedauerlich. Hattet ihr schon Gelegenheit, wegen des Dolches noch einmal nachzuhorchen, was man da machen könnte? Ja, ich hatte kurzzeitig nur mit Saldor Fosslarin gesprochen, mit seiner Spektabilität, aber er sagte irgendetwas wegen einem Dämon, der in der Druckerei eingesperrt war. Naja, ihr kennt den Zwergen ja vielleicht nicht so gut wie ich, aber ihr wisst ja Bescheid um sein Temperament. Ja, natürlich, natürlich. Er war, wie gesagt, noch verletzt und nachdem wir einige Worte gewechselt hatten, ich kam gar nicht mehr dazu, ihn wegen dieses Dolches zu fragen. Ja, tut mir leid. Schon in Ordnung, ihr habt ja viel zu tun. Also wie gesagt, wir haben ja im Rahmen der Untersuchungen, die ihr mit Answin von Werheim durchgeführt hattet, einige weitere Räumlichkeiten entdeckt mit eher unheiligen Dingen. Einige davon haben wir jetzt mitgebracht. Teilweise bestehen sie aus geraubten Tempelschätzen. Nun möchten wir natürlich wissen, was davon zurückgegeben werden kann und was besser eingeschmolzen oder zerstört oder gar verwahrt werden sollte. Ja. Er streicht sich so ein bisschen über seine Robe. Unglaublich viele Tintenkleckse, die darauf prangen. Und klar, wenn man dann so eine grüne Robe hat, das Blau hebt sich dann doch schon sehr von ab. Ja, teilweise auch schwarz, teilweise auch rot. Also er hat mit verschiedenen Farben gearbeitet. Ein Sammelsurium. Und rückt dann nochmal sein Zwicker ein bisschen zurecht. Und dann lasst mich doch mal sehen. Er kriegt die nacheinander vorgehalten. Erstmal die aus den garantiert komischen Säcken, dann die aus den vielleicht komischen Säcken und dann die aus den garantiert nicht komischen Säcken. Natürlich auch das Buch. Ja, das Buch guckt er sich dann auch natürlich an, kann damit wenig anfangen. Also die ersten Auftragsarbeiten sehen für ihn normal aus, sagt er so, aber da gerade die letzte Auftragsarbeit mit dieser Kette der Herrschaft, so wird sie hier klassifiziert, sieht dann doch für ihn tatsächlich häretisch aus und auch wenn er Pastori ist, würde er das doch gerne dem Wissen zuordnen, was nicht zugänglich gemacht wird. Keine Einwände. Ja. Bin Deswegen ganz sind wir deiner hier. Meinung. Er weigert sich da auch irgendwelche Seiten aus einem Buch herauszureißen, dementsprechend wird das ganze Buch dann eingeschlossen. Er lässt sich Verstehchen. dann von euch erklären, inwiefern das dann komisch oder nicht komisch ist, kann dann aber bestätigen, dass das aus der Zeit der Priesterkaiser ist und ja, wohl zumindest von dem Goldwert, er kann das dann mal auf einer Waage dann abschätzen, kann dann da den Goldwert dann klassifizieren aufgrund der Höhe des Volumens und kann das dann eben eintragen in ein kleines Zettelchen, dass er dann den Figuren entweder um die Arme hängt oder um die Beine bindet oder sowas und dann wird eines nach dem anderen weggeschlossen. Vor allem dann eben auch die zweigesichtigen Sachen oder eben die komplett ohne Gesicht. Also es verwundert ihn, solche Sachen
sind nicht unbedingt heretisch, aber die Prioskirche würde nach dem, ja, nach Rohals erscheinen, würden sie auf alle Fälle so etwas eingeschmolzen haben. Entsprechend verwirrt sind wir auch. Genau. Ja. Entsprechend wird wohl auch die Anschmelzung früher oder später geschehen. Wir haben gerade wichtigere Sorgen. Wir gehen davon aus, dass es, dass diese Schlacht Räumlichkeiten in der Sakrale freigelegt hat, die, von denen niemand etwas wusste. Wir werden uns wohl, ich blicke mal aus einem der Fenster, morgen dorthin begeben und uns der Sache näher annehmen. Ich bin jetzt verwirrt. Stammen diese Sachen aus der Sakrale oder aus dem Prios-Tempel der Gerechtigkeit? Das können wir nicht abschließend sagen. Also einige wurden wohl aus dem Prios-Tempel der Gerechtigkeit gebracht, aber außer ihr findet jetzt im Auftragsbuch, wer was gebracht hat, wissen wir das leider nicht so genau. Ich denke, das meiste wird aus der Sakrale kommen. Uns liegen auf jeden Fall auch Berichte vor, dass in der Sakrale geplündert wurde. Wir können also nicht ausschließen, dass es dort auch... Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. ...solcherlei Dinge gibt. Ja, dann solltet ihr euch auf alle Fälle mal vor Ort umsehen und vielleicht werdet ihr dort bündig werden. Aber aufgrund des Zustands der Sakrale wird das etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Da wurde noch wenig Muße reingelegt, vor allem weil der Tempelvorsteher leider in der Schlacht der Wolken gestorben ist. Es gibt dann noch eine Sache, die ihr euch vielleicht anschauen solltet. Wir haben in der Kaserne Räumlichkeiten gefunden, die sehr heretisch aussehen. Ich bitte euch, an den Wandbildern der Kaserne war wenig heretisch dran. Nun, es ist grenzwertig. Und weil es für euer Verständnis vom Frieden zwischen den Kirchen nicht gar reinpasst, ist es noch lange nicht grenzwertig. Deswegen will ich ja die Meinung eines Experten haben. Wir sollten auf jeden Fall keinem Rondra-Geweihten diesen Ort zeigen, ansonsten denke ich nicht, dass es für alle glimpflich ausgehen wird. Ja, ich verstehe, ihr sprecht von dem Erntefest-Vorfall. In der Tat. Ja, außerdem sind in den Boden sehr ketzerische Worte eingraviert. Ja. Ja, wie gesagt, die Straßen sind ja mittlerweile freigelegt, sodass ich auch auf meinen alten Beinen da mittlerweile wieder durchkomme. Ich habe gehört, dass Ömer wohl einen Flug oder so etwas gebaut hat. War nicht, das ist gut. Ich bin mir nicht sicher, ob Ömer etwas bauen kann. Dazu weiß ich nichts. Ich glaube, er hat sich etwas mit Leonardo unterhalten. Weiß jetzt nicht, wo Leonardo genau hin ist, aber zumindest er klagt über Schmerzen. Vielleicht wollte er in Richtung des Pereine-Tempels gehen. Wie gesagt, diese Phantome oder diese Geisterschmerzen, die ihn dann plagten. Ich konnte ihm dann nur darüber aufklären, dass so etwas normal ist, aber ihm da den Seelenfrieden nicht ganz bringen. Wie gesagt, sie haben sich kurz unterhalten und dann stiefelten sie beide gemeinsam irgendwohin los und ich habe wohl von draußen und auch von einigen Akoluten gehört, dass Ömer jetzt einen Flug entwickelt hat, mit dem er die Straßen räumt. Er sagt, er wollte Gutes tun für die Stadt Garad. Und diese Info habe ich von dem kleinen Alrik. Das ist der Junge, den Abelmir vorbeigebracht hat, zusammen mit Ömer. Ja, der war draußen und hatte einiges frisches Brot gekauft vom Markt. Sehr gut. Interessant. Flug? Ja. Falls ihr den Kurzen seht, also Ömer, nicht den Jungen, sagt ihm doch, er möge seinen Hintern bitte zur Residenz Karinor schwingen. Ja, das kann ich tun. Das ist ja die schlechtesten Momente aus und zu verschwinden. Ist euch das schon mal aufgefallen? Allerdings. Wenn ihr gestattet, würde ich doch gerne mit den Sonnenlegionären zwei Worte wechseln. Ja, wenn ihr mögt, Sie sind immer noch unten im Keller und bewachen den Eingang. Oh, und ich werde euch zum Morgen noch einmal einen Bericht schreiben, was wir in der Kaserne und in dem Tempel gefunden haben. Ja, wenn ihr Berichte, Tagebücher habt, ich lese gerne alles, egal wie alt oder wie neu es ist. Solltet ihr aber wissen.
Natürlich. Gerade von Isarun. Die hat eine besonders saubere Handschrift. Danke, Euer Eminenz. Ja, an euch ist eine Nandus-gefällige Dame vor. Ich hätte euch gerne eine Nandus- oder eine Hesindeweihe aufs Auge gedrückt, aber die Pfeile des Lichts sind sowieso immer sehr strebsam. Eine gute Ausbildung habt ihr genossen unter Saldor. Vielen Dank. Der weiß, wie man seine Schäfchen erzieht. Gut, dann ihr dürft nach unten in die Keller gehen. Und dann geht's ohne Umschweife hinab, denn wir wollen auch irgendwann mal nach Hause kommen. So, Isarun. Ich denke, ihr müsst mir nochmal Schönschrift beibringen. Ach, so schön ist die gar nicht, aber halt sehr klar und deutlich. Eifenmond, die Götter zum Gruß. Was tut ihr? Götter zum Gruße. Nur ein Höflichkeitsbesuch. Ist die Kiste noch in einem Stück? Wir haben das letzte Mal vor einem Tag nachgesehen, da war sie noch ganz, ja. Der Tempelvorsteher Walner Yitzkok hatte wohl gesagt, dass sich der Kampf im Inneren beruhigt hat. Wir sind zumindest sehr zufrieden, dass die Kiste nicht jeden Moment in die Luft fliegen kann. Hervorragend. Wenn es noch Zwischenfälle gibt, lasst es mich umgehend wissen. Es gab einen Zwischenfall, aber der hat sich aufgeklärt. Was denn? Abelmir war vor... Wann war das? Gestern? Vorgestern? Dadurch, dass wir wenig Zeiteinschätzung hier unten haben, sondern nur sporadisch mal abgelöst werden... bin mir nicht ganz sicher, wie lange das her ist. Abelmir hat wohl gemeinsam mit Ömer einen Dolch hier abgegeben. Und daraufhin sagte er, wir sollen Ömer untersuchen, aber es war nicht zu finden. Kurzer Blick an diese Rundseite. Dolch ist noch da. Aha. Nun gut. Wenn das alles war, weitermachen. Ja, dann Bios mit euch, mein Freund. Und mit euch. Dieser Höflichkeitsbesuch abgegolten, geht's dann wieder hinauf zu den anderen beiden. Also, ja. Mit den anderen beiden. Nun gut. Der Splitter ist noch sicher verwahrt und wird gut bewacht. Immerhin etwas, das zu unseren Gunsten läuft. Und dieser Dolch wurde ja auch offensichtlich gut abgegeben. Ihr wisst schon von dieser Irren, die sich selbst gerichtet hat. Ach, natürlich. Nun gut, die Stunde schreitet voran. Ich denke, wir sollten uns morgen die beiden Tempel vornehmen. Wir suchen ja sowieso noch drei Statuen. Ja, natürlich. Vielleicht sollten wir noch einmal bei dem Raya-Tempel vorbeischauen, sehen, was die anderen beiden getan haben. Wenn ihr unbedingt darauf besteht. Nun ist kein großer Umweg und ein Besuch auf der Tempelhöhe ist immer gut. Ja, so könnt ihr nach allzu kurzer Diskussion schwitzend, stinkend den Antritt in Richtung Tempelhöhe begehen und findet dort dann Rafim und Abelmir in einem großen Zuber sitzend, unter ihm die Flamme, das Feuer wieder heiß gemacht, die Kleidung sorgsam gewaschen und auch wieder ja mit heißen Dämpfen bedampft, sodass sie dann wieder wohl trocken ist, sauber und ja allzu glücklich. Sitzen sie ja wohl gerade mit einer Pfeife schmauchen, beziehungsweise Abelmir mit einer Pfeife und Rafim hat sich da wohl irgendwelche anderen Kräuter reingedreht. Die sind wohl sehr glücklich gerade. Ich gucke neidvoll auf die sauberen Klamotten. Lisa, meine Gute! Kommt her und verdient euch! Frische Trauben! Ihr seid aber gut gelaunt. Ich nehme an, es hat alles gut funktioniert? Hervorragend. Ach, es war wunderbar! Wunderbar, muss ich sagen. Oh, ihr habt beschreibt doch, was ist passiert. Also erst eine Massage und dann, ihr werdet es nicht glauben, 4 verschiedene Kräuter. 2 kannte nicht mal ich. Oh, dieser Wechselwirkung. Und diese Hände, diese Raya-Geweihten. Oh, war traumhaft. Ihr versteckt hier auch wirklich die schönsten Männer und Frauen Aventuriens. Nun, würde ich sagen, verstecken. Ich habe euch immer und immer wieder eingeladen, herzukommen mit mir. Ah ja, ich muss euch da hier vorbeikommen. Zieht euch raus und kommt hinein in den Zuber. Es ist ja sehr schön, dass ihr den Freuden des Lebens nachstellen könnt. Und wir, den Feinden der Götter. Ach. Später. Lasst uns erstmal, ja, wir brauchen ein Bad. Aber erstmal sollten wir uns waschen, bevor wir in den Zuber steigen. Oh ja, waschen.
Ja, Jalan, wenn du dann dich langsam ausziehst und fertig machst für das geheiligte Bad, kannst du auch tatsächlich sehen, wenn du an Abelmir herantrittst, dass seine Wunden aufgerissen sind, seine Arme blutig verschmiert, große, riesige Narben, die auf seinen Armen links und rechts sind, und das Fleisch, was da klafft. Also, deine Anschuldigung ist nun wirklich... Da muss man sich entschuldigen. Warte. Was kommt jetzt? Selbstsucht? Arroganz. Arroganz. Die Eins wollte nicht liegen bleiben. Nun gut. Offensichtlich, ich habe dir ja euren Anteil geleistet. Aber sicherlich. Nun kommt schon hinein in das Bad. Zieht euch nicht so. Soll ich dir den Rücken waschen? Wenn ihr das nicht ausmacht? Ich kann die Kollegen hier nur empfehlen. Wirklich. Ich weiß nicht, wie dieser Mann heißt, der da vorne, dieser, nein, nicht der ganz dunkle, der etwas hellere, der Mann, magische Hände. Ich sage es jetzt für immer. Magische Hände, der Mann. Unfassbar. Er hat mich ausgebildet. Ja. Ach ja, und Abelmir hat diesen Drachen da verschwinden lassen, aber... Ach, der Göttin sei Dank. Ja. Es war sehr beeindruckend, Abelmir, was auch immer dieses Elementarwesen da so genau war. Aber fantastisch. Sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Ja, was für eine Form nahm es denn an? Nun, es nahm eine vage humanoide Form an, aber ich konnte seine Gedanken hören. Das Leben, das aus ihm sprach. Man kann es fast nicht in Worte fassen. Ihr solltet doch nicht so sehr darauf hören, was magische Geschöpfe euch zuflüstern. Daraus kann nichts Gutes erwachsen. Seid doch nicht nur ein Gutes daraus erwachsen, Pessimist. Das Leben sprach zu mir. Versteht ihr das Leben? Die Bestie ist weg und dieses widerwärtige Maul. Ich muss es nie wieder sehen. Hätte er sehen müssen in seiner Pracht. Ja, Abelmir, hast du ein Unterzeug an? Unterkleid? Ich bin nackt wahrscheinlich nicht. Nackt, okay. Ja, bei Rafim gehe ich auch ganz stark davon aus, der muss das ja nicht verstecken. Du, was im Raya-Tempel angebracht ist, hat Rafim nichts mit. Ja. Da wird sich ausgezogen. Richtig, ja, Raya möchte das. Das auch klar. Ja, wie sieht das bei Jarl und bei Isarun? Würde mich ich das interessieren. Ich habe mir doch nie eine Gelegenheit entgehen, mich in Kiaras Umgebung auszuziehen. Okay, ja, dann kann Kiaras, auch wenn er kaputt ist, aber na gut, als Raya-Geweihter. Kannst du dann dich in dem Zuber inzwischen die Beine von Kieras setzen, sodass er dich dann da in dem Zuber massieren kann? Ja, aber eben nicht. Ich sitze auf der anderen Seite des Zubers und auf schmollen die Arme verschränkt, weil er gerade Isarun den Rücken wäscht. Ja, der Abend ist ja noch ein bisschen länger, oder kann er noch ein bisschen länger ausklingen dann hier drin, aber ja, Isarun dann mit einem Unterkleidchen beziehungsweise so ein Tuch dann so um die so Hüften. Tüch dann, ja. Oh, möchte jemand an meiner, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, eine Art selbstgebaute Zigarre ist es. Möchte jemand einmal ziehen? Ich kann es nur empfehlen. Oh, natürlich, gerne. Was ist eine Zigarre? Es ist so ein gerollte... Also das ist dieses, als wir vor der Stadt des Lichts saßen, habe ich dir doch schon einen geboten, Janan. Ach, so eine. Ja, natürlich. Was ist das? Sind das Ahornblätter? Ich bin nicht ganz sicher, aber es brennt ganz schön. Ich reiche sie mal herüber. Ah, 4 tiefe Züge empfehle ich, sonst wird euch etwas schwummerig. Riecht wirklich einzigartig. Diesen Tabak habe ich auch noch nie probiert. Ja, dann gib mir mal alle eine Zechenprobe. Das habe ich befürchtet. Ah, du hast doch gute Attribute für Zechen. Ja, richtig, Gott sei Dank. Kieras, ja, Kieras kann das nicht so richtig, aber... Ich genieße, ich will nicht widerstehen. Ja, das ist tatsächlich am schlechtesten. Nee, Abelmir ist auch jetzt am schlechtesten. Ja gut, aber bei Abelmir musst du auch nicht hinterfragen. Der ist mit seiner Pfeife glücklich. Ja gut. Warum sollte ich widerstehen wollen? Ehrlich, ich würde morgen früh schon gern widerstehen. Ach was, ich kann auch gerne den ganzen Tag im Bett bleiben. Ich fürchte, die Pflicht ruft. Habt ihr denn irgendwas erreicht bei eurer, wo auch immer ihr hingegangen seid? Ich hab's ehrlich gesagt vergessen. Oh ja, wir haben 6 Statuen zerschlagen. Ach, wirklich spaßig, muss ich sagen. Ah, schön, schön, schön.
haben einen lange vergessenen unterirdischen Tempel gefunden. Mit sehr viel ketzerischem Zeug, also das Übliche, wie leider zu sagen ist. Und wir waren auch noch meine Goldschmiede und haben die geplündert. Tempel oder Kultstätte? Was meint ihr genau? Alter Tempel, neue Kultstätte. Ah, danke, dass es mal ein oberirdischer Tempel war, der dann irgendwann entweiht wurde und jetzt unterirdisch ist. Wie? Irgendwie war mal oberirdisch. Der Priester-Kaiser-Kapelle. Ja, ich weiß nicht so, vielleicht eine Erdbodenabsackung oder so. Und dann drüber gebaut. Ja, wir haben auch gehört, es soll 3 Stockwerke voll mit in der Kanalisation geben. Seltsam, nicht wahr? Faszinierend. Ja. Und wenn ihr noch mehr Exkremente wollt, müsst ihr dringend mal mit dem Elfert-Geweihten reden. Der hört gar nicht auf, darüber zu sprechen, sobald er anfängt. Das muss ich aktuell nicht. Danke. Ach, okay, also haben die sonst noch irgendwas herausfinden können beim Goldschmied oder habt ihr dem nur die Bude zerlegt? Oh nein, doch, er hat tatsächlich versucht, ein unheiliges Artefakt herzustellen, eine Halskette, die Leute, die sie tragen, ausblutet und alle der 12 schändet. Und ratet mal, wer dieses Stück in Auftrag gegeben hat. Ach, dieser bescheuerte Ronrad-Typ. Oder der bescheuerte Preiausgeweihte. Ding, ding, ding. Ah, 2 von 3. Das zählt noch. Heute ist euer Tag. Also, haben wir jetzt eigentlich alle Orte besichtigt, die euch dieser Sindelherr da aufgeschrieben hat, oder noch nicht? Noch nicht, nein. Wir wollen noch einmal in die Sakrale gehen. Die ganzen Sachen, die in der Goldschmiede standen, waren doch sehr verräterisch. Ebenso den Preistempel der Gerechtigkeit aussuchen. Ja, wo war der nochmal, wenn ich fragen darf? Neben dem Bahnstranaturm. Also im Süden der Stadt, richtig? In etwa. Ah, okay. Heute noch? Ist gerade so schön hier drin im Zug. Nein, ich denke, das sollten wir morgen tun. Oh, und wir haben herausgefunden, dass diese Kettenglieder, die wir gefunden haben, nun, sie sehen identisch aus mit denen, die der Goldschmied herstellen wollte. Also wollt ihr neue herstellen oder wollt ihr die alten zusammenschmieden? Wir sind uns nicht ganz sicher. Die hatten 4 gefunden, nicht wahr? Bis jetzt. Im Tempel hatten wir bis jetzt keinen gefunden. Wir müssen nochmal zurückgehen mit Albrax. Es gibt da noch viel zu zerstören. Naja, dann. Dann können wir uns für heute hier entspannen. Noch ein Träubchen, Raffi? Oh, Abel, mir reichte mir die Schale. Oh. Abel, mir, die schmecken ja schon wieder richtig scheiße. Ach, ihr seid nur verwöhnt. Ja, ihr, Abel, mir, probier sie. Probier sie. Sie schmecken wie Asche. Ich sag es herrlich. Dir. Langsam glaube ich, irgendetwas ist mit deiner Zunge nicht richtig. Probier die Trauben. Und dann sag mir, dass die nicht nach Asche schmecken. Sie schmecken hervorragend. Ich würde sagen, eine gute Südlage. Das ist das. Wartet. Ich pflück mal eine Traube aus der Schale. Schmeckt die wie eine Traube? Schmeckt ganz normal. Das ist das zweite Mal heute, dass ihr euch darüber beschwert. Raucht ihr zu viel? Also bin ich heute wirklich der Einzige, der beim Frühstück gedacht hat, irgendwer hat uns in die Brötchen da so eine halbe Ascheschaufel reingekippt. Das wollte ich mir sagen. Nicht so wirklich. Nein. Aber ich habe mal in meiner Zeit in der Reichsarmee von einem gehört, der hatte einen Schwertschlag auf den Kopf bekommen und dann konnte er plötzlich nichts mehr riechen und schmecken. Das ist wirklich... Aber Fleisch schmeckt dir noch, oder? Ja, und die Fischsuppe heute. Wunderbares, wunderbares Gericht. Ach, das sollten wir später einmal testen, aber jetzt sollten wir uns entspannen. Ich denke, die ganzen wichtigen Sachen können für morgen warten, oder? Ja, so schnell wird das mit der Reich schon nicht untergehen. Wo wir schon mal alle hier schön versammelt sind, lasst uns doch über etwas viel Wichtigeres reden. Abelmir, wie viele Liebhaberinnen hattest du denn schon? Du kannst uns ruhig beide Geschlechter sagen, aber mir. Wir sind da nicht verurteilt. Ausreichend.
Ausreichend? Ausreichend bei beiden Geschlechtern, Abel mir. Nun ja, ich neige mir eher dem weiblichen Geschlecht zu. Also eher so 70% weiblich, 30% männlich oder wie? Nein, eher 100% weiblich, aber... Warum fragt ihr das? Das war eine sehr persönliche Frage. Ja, natürlich. Wir sind ja alle gemeinsam, so wie Zar uns geschaffen hat, im Tempel der Reihe. Was für ein besseres Thema gibt es da? Fragt ihr ausgerechnet mich? Ja, natürlich, aber... Das stimmt. Isarun, wie steht es mit dir, mein Lieber? Ich war ja mal verlobt, aber das ist schon länger her. Ihr wisst ja, mein Verlobter, der ist gefallen. Oh, tatsächlich? Wo? Eine wahre Schande. Ja, in der dritten Dämonenschlacht. Oh, schrecklich. Was war denn für ein Mann? Ja, er war auch ein Schwert- und Stapler. Oh, tatsächlich? Ja, eine Magier-Kombination wart ihr beiden. Ja, ich wusste gar nicht, dass Vosslerin das zulässt. Naja, das war ja lange nachdem wir den Abschluss gemacht hatten, dass wir uns verlobt haben. Am Tag der Treue sogar. Ich wusste trotzdem nicht, dass Vosslerin dies zulässt. Ja. Kommt, Isarun. Da muss es doch etwas geben. Kleine Liebeleien oder eine schöne Augen für jemanden. Nein, ich war doch verlobt. Also wenn man sich am Tag der Treue verlobt, wie es sich gehört, dann kann man das doch nicht einfach brechen. Sehr Travia-gefällig. Sehr Travia-gefällig, durchaus. Ja, dann. Denkt nicht mal dran. Ach, kommt schon. Bei dem Turnier. Ach, wie läuft das eigentlich immer noch mit diesem Mädchen? Habt ihr sie noch einmal getroffen? Ich muss gestehen, das Holde Fräulein von Sirrenstein kam mir seitdem nicht mehr unter die Augen. Ach, wirklich zu schade. Nicht zu schade, da habt ihr recht. Nun aber, sie neigte tatsächlich ein wenig zu Eifersucht, muss man leider zugeben. Ich glaube doch gar, ihr täuscht euch. Also ich denke, mal Hilfe suchen zu Armelmi und Wachime rüber. Aber mir habt ihr doch auch gesehen. Sagt ihm, der Sohn recht hat. Worauf? Ich habe gerade nicht zugehört. Ich war gerade abgelenkt. Ich dachte gerade an Isinja. Von Eifersucht zerfressen war die Dame, wenn ich das mal zitieren darf. Zu schade, zu schade. Ich denke, Raya wird sie auch irgendwann finden. Und sie retten. Bestimmt, bestimmt. Aber nun, wir wollen richtige Geschichten an Raphim. Sagen wir mal, Travia war auf der Straße damals uns nicht so nahe, wie man meinen sollte. Dann war ich lange Soldat und kein hochgestellter Mann. Da war schon die ein oder andere Tavernendame, die dem großen Mann nicht widerstehen konnte. Euer und so ein manch Monatslohn wanderte auch in Richtung der Damen. Eure erste Liebschaft war eine Dirne? Nein, tatsächlich nicht. Sie war ein anderes Bandenmitglied. Ah, es war wunderschön. Zusammen beraubten wir die Reichen und verprügelten die Armen. Ah. Ja,